Ja, danke. Genau, also weiß nicht, wer jetzt hier den Vortrag schon gesehen hat, aber ich habe eh so geplant, eine Kurzzusammenfassung zu machen, was überhaupt Infobeamer ist. Ich würde euch auch bitten, wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach sofort. Ich antworte da gerne dann auch direkt auf Anfrage, sodass wir irgendwie hoffentlich alle Fragen oder so geklärt kriegen und dass auch am Schluss jeder weiß, was das Ganze jetzt genau ist und worum es geht. Genau, also der Plan ist, kurz Zusammenfassung und dann eben zu zeigen, was so in den letzten 16 Monaten passiert ist. So. Vielleicht mal kurz die Zusammenfassung, was Infobeamer ist, wer es gar nicht kennt. Das Ganze ist entstanden als ein Projekt, was ich vor etwa 5 Jahren, glaube ich, rein aus Spaß mal angefangen habe, weil ich auf einer Hackerkonferenz quasi ein Informationssystem bauen wollte. Mit dem ich leicht Bilder, Videos, Twitter, welcher Vortrag findet als nächstes statt und so weiter und so fort eben relativ leicht einfach bauen wollte und das dann auch während die Veranstaltung lief eben ändern wollte und da irgendwie neue Inhalte reinbauen, ohne das System alles neu zu starten. Da gab es nichts und wie das halt so ist, baut man sich dann selber. Das war damals dann eben noch eine einfache Desktop-Linux-Software, das heißt auch relativ unoptimiert, weil mit dicken Grafikkarten braucht man das nicht. Und dann haben irgendwann Leute gefragt, gibt es das auch für ein Pi? Und dann habe ich das eben auf ein Pi portiert. Hat ein bisschen gedauert, weil das ist dann doch so ein bisschen eingeschränkt. Da muss man dann Sachen richtig machen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich einfach mal ein Preisschild dran. Und dann haben das tatsächlich auch Leute gekauft. Und dann hat sich das so ab dem Moment so ein bisschen weiterentwickelt. Und ja, inzwischen mache ich eigentlich nichts anderes mehr. Und jetzt, um nochmal kurz zusammenzufassen, was eigentlich Infobeamer dann ist. Also wie gesagt, es ist eben die Software, mit der man relativ leicht solche Visualisierungen bauen kann, sei es jetzt Videoanzeigen oder Bilderanzeigen, irgendwelche Texte präsentieren und so weiter und so fort. Das Ganze funktioniert so, dass es eben OpenGL benutzt. Das heißt, man kann damit Hardware beschleunigt auch irgendwie Animationen machen. Man kann Videos dekodieren, eben auch auf dem Pi Hardware beschleunigt, sodass das alles irgendwie dann auch Full HD und sowas abspielen kann. Genau, und das Ganze ist eben skriptbar in Lua. Ich weiß nicht, wer Lua ist, so eine Programmiersprache. Wer programmieren kann, kann sie innerhalb von einem Tag lernen. Die ist echt extrem einfach. Genau, und das ist quasi das System. Und der ursprüngliche Ansatz von dem Ganzen war eben, dass man ein Raspbian installiert und dann lädt man sich meine Software runter, also quasi Infobeamer Pi-Software, installiert die dann auf Raspbian, irgendwie einmal apt-get, einmal das Programm runterladen, irgendwo hinkopieren, ausführbar machen und fertig. Und dann hat man im Prinzip quasi die Software gestartet, hat sie auf irgendein Verzeichnis zeigen lassen, also als Parameter irgendwie ein Verzeichnis angegeben. Und in dem Verzeichnis liegt dann eben drin, was jetzt genau passieren soll. Das heißt, da liegt dann der Lua-Code drin, der steuert, was auf den Displays passiert. Da liegen irgendwie die Bilder und Videos drin, Textdateien, TTFs und so. Ja, funktioniert, aber man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt irgendwie nicht so viel Ahnung von Computern hat, beziehungsweise gar keine Ahnung und eigentlich auch keine Lust darauf hat, spätestens, wenn man dann irgendwie den fünften Pi mal manuell Raspbian installiert hat und die ganze Software installiert hat, mache ich keine Lust mehr drauf. Und dann, genau, also hier nochmal ganz kurz so Beispielcode, wie jetzt eben das tatsächlich aussieht. Also das ist quasi Lua-Code, der jetzt einfach ein Hello Welt irgendwo auf dem Bildschirm schreibt. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Aber wie gesagt, wenn man dann irgendwo den fünften Pi mal so eingerichtet hat, hat man keine Lust mehr drauf, das irgendwie von Hand zu machen. Und dann habe ich mir irgendwie vor 3 Jahren jetzt, glaube ich, habe ich mir gesagt, jetzt baue ich mir mal was, mit dem ich irgendwie, wenn ich auf eine Konferenz dann komme, so ein Infosystem halt nicht irgendwie, keine Ahnung, 5 Stunden beschäftigt bin, um da alles aufzusetzen, sondern irgendwie 10 Minuten und danach kann ich irgendwie Vorträge angucken. Also es war erstmal reine Eigenmotivation, da was Besseres für mich zu bauen. Und genau, die Idee ist dann jetzt eben, dass ich was baue, was eben mehr als nur ein stumpfer Playlistenabspieler ist. Also es gibt Software, die kann einfach nur Bilder und Videos in Endlosschleife. Vielleicht hat sie noch irgendwie ein Schedule, dass man sagen kann, das nur zu diesen Zeitpunkten und so. Aber ich wollte da mehr haben. Ich wollte quasi die Flexibilität von dieser Original-Linux-Software, die man halt an der Kommandozeile ausführt haben, aber eben mit einer schönen Umgebung drumherum, die es für Leute, die keine Lust drauf haben zu programmieren, einfach nutzbar macht. Aber für Leute, die eben programmieren können, da ein bisschen mehr machen wollen, eigentlich die ganze Flexibilität beibehält. Das heißt, man kann da dann tatsächlich auch per Git Push irgendwie Code zum Beispiel in die Plattform reinschieben. Das ist alles extrem benutzerfreundlich. Es gibt eine komplette API dazu und so weiter und so fort. Und es ist eben auch ja extrem einfach aufzusetzen. Weiß nicht, wer schon mal ein Raspbian installiert hat. Das läuft ja so, dass man sich dann eine ZIP-Datei runterlädt und dann
ist da ein Image drin oder so, oder man lädt nur das Image runter, ich weiß gar nicht genau, wie das inzwischen funktioniert. Und dann braucht man irgendwie Etcher oder DD, um das irgendwie auf eine SD-Karte zu schreiben. Und ich weiß nicht, ich habe bei sowas immer Angst, dass ich danach aus Versehen Raspbian auf meiner SSD habe. Vielleicht geht's euch nicht so. Und ich habe ja gedacht, das ist irgendwie immer noch viel zu kompliziert. Und deswegen ist eben die Installation auch so, dass man eine SD-Karte, wie man sie im Laden kauft, nimmt. Da ist ja schon ein Dateisystem drauf. Und die Installation ist dann tatsächlich so, dass man einfach eine ZIP-Datei runterlädt, die auf die SD-Karte entpackt, in Pi steckt, fertig. Also mehr muss man da nicht können. Man muss da irgendwie keine extra Programme runterladen und so weiter. Genau, das ist eben die InfoBeamer-Hosted-Variante dann. Also quasi das, was ich inzwischen hauptsächlich mache. Und ja, das war jetzt mal die Zusammenfassung etwa, worum es geht. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwie Fragen sind, wahrscheinlich jede Menge. Wie gesagt, ich bin ja später in der Projektausstellung auch noch einen ganzen Tag verfügbar. Und es gibt ja auch noch diesen Vortrag jetzt von, ja, vor 16 Monaten, wo ich das alles so ein bisschen im Detail erkläre und wie das dann, wie man das tatsächlich dann auch konkret benutzt. Ich kann aber, wenn später noch Zeit übrig ist, da auch gerne noch ein bisschen mehr zeigen. So, was ist jetzt in den 16 Monaten passiert? Ziemlich viel, weil inzwischen mache ich das mehr oder weniger Vollzeit. Das heißt, ich habe jetzt auch jede Menge Zeit, da irgendwie cooles neues Zeugs reinzubauen. Und ich habe das jetzt mal dreigeteilt, nämlich einmal in eigentlich dieses Linux-basierte Betriebssystem selber, also was habe ich da noch irgendwie für lustige Features reingebaut, dann was so die Webseite da hinten dran angeht und dann eben auch tatsächlich die Anwendung, also was man dann mit dem ganzen System machen kann. Fangen wir mal mit dem Betriebssystem an. Wie gesagt, nach wie vor natürlich Linux-basiert. Das ganze System ist 40 Megabyte groß, das heißt, ein Download dauert irgendwie 5 Sekunden mit einer schnellen Internetverbindung. Die Installation dauert nochmal 15 Sekunden, indem man die ZIP-Datei auf eine SD-Karte installiert und dann ist es fertig. Also mehr muss man nicht machen, um das zu installieren. Da hat sich auch nichts geändert, das war von Anfang an der Ansatz. Was sich aber jetzt in den 16 Monaten geändert hat, war die Art und Weise, wie ich System-Updates mache. Und zwar war mal früher meine naive Annahme, dass, also ich wollte immer ein System haben, was jetzt halt nicht, wenn es die Leute installieren, irgendwann verschimmelt, sondern ich wollte halt ein System haben, was halt auch System-Updates kriegt. Das heißt, wenn halt Leute das vor 3 Jahren installiert haben, dann haben die zum Beispiel immer jetzt noch die aktuellste Version am Laufen, weil halt die Updates mitgemacht haben. Und da war halt meine ursprüngliche Annahme, okay, ich habe halt die FAT-Partition, habe da meinen Kernel drin und boote dann in so ein Minimalsystem rein, also eben einfach aus dem Init-RD raus. Und da läuft dann irgendwie Busybox und der lädt dann halt optional irgendwie Updates runter, überschreibt so einen zweiten Teil, so ein SquashFS und bootet dann da weiter rein. Das heißt, der Kernel und der Teil, der die Updates macht, ist relativ stabil. Der lädt im Zweifelsfall Updates nach und bootet dann in das geupdatete System rein. Das hat aber mehrere Nachteile. Ursprünglich war die Annahme, ja, der Kernel ändert sich vielleicht doch nicht so oft, hat sich aber herausgestellt, irgendwie muss man dann, wenn zum Beispiel eine neue Pi-Version kommt, braucht man einen neuen Kernel oder neue Firmware. Das heißt, man muss eigentlich den Teil, wo ich gedacht habe, das ist halbwegs stabil und muss man nicht dauernd ändern, der hat sich halt irgendwie doch dauernd geändert. Und dann ist es eben so, wenn man so ein Update macht und es geht kaputt, dann ist halt das System weg. Also angenommen, irgendwie Netzwerk geht danach nicht mehr, dann ja, ist halt das Gerät verloren und irgendjemand muss hinlatschen und es wieder neu installieren. Und ich bin jemand, der dann so gerne so Sachen so optimiert, dass ich nachts schlafen kann, weil wenn ich da permanent irgendwie im Hinterkopf Gedanken habe, so, was passiert jetzt, morgen rufen mich 100 Leute an und wollen irgendwie, dass ich zu ihren Pis renne, weil das kaputt gegangen ist, ist ja nichts. Also optimiere ich mal drauf, dass ich nachts schlafen kann. Und da hat sich eben dieses AB-Booting angeboten. Wer das nicht kennt, das ist ein Verfahren, dass man im Prinzip das System zweimal auf der SD-Karte hat. Das heißt, es gibt die Partition A und die Partition B. Und das System bootet jetzt zum Beispiel von A. Das heißt, in A liegt alles drin, da das Betriebssystem gerade mal 40 Megabyte groß ist, ist kein Problem, das einfach zweimal zu haben. Und genau, dann bootet es von A, also komplett read-only auch, da muss nichts angefasst werden. Wenn man Strom zieht, geht es immer noch. Und wenn ich jetzt ein System-Update mache, dann nehme ich quasi die nächste Version von meinem Betriebssystem und installiere das im Hintergrund, kann jederzeit passieren, im Hintergrund in Partition B. Die ist also auch nochmal 100 Megabyte groß, da liegt quasi die neue Version für ein Betriebssystem in Partition B und dann markiere ich die als, das soll als nächstes gebootet werden. Das heißt, beim nächsten Start, wenn entweder das System nach 60 Tagen einmal nachts neu startet oder wenn jemand Strom zieht oder so, dann bootet es halt beim nächsten Mal in Partition B rein. Da ist auch das komplette Betriebssystem drin und als allerersten Schritt, so
dritte Zeile in dem Bash-Skript, was initial startet, macht er dieses sofort wieder rückgängig. Das heißt, er sagt, okay, beim nächsten Mal starte wieder in A zurück. Was eben bedeutet, wenn ich während der gerade von B bootet einen Strom ziehe, ist er beim nächsten Mal wieder in A zurück. Und A war ja der Teil, von dem er aus das Update installiert hat. Das heißt, das ist auf jeden Fall korrekt, das funktioniert, das weiß ich, dass es bootbar ist. So, und wenn das okay läuft und wenn er quasi von B weiter bootet und er startet und hat wieder Netzwerk, der Infobeamer-Prozess läuft wieder, zeigt also wieder irgendwelche Informationen an, dann sagt er irgendwann, gut genug, also im Zweifelsfall ist es trotzdem vielleicht irgendwie kaputt, aber es hat Netzwerk, es hat gebootet, es ist zumindest erreichbar. Und dann sagt er, okay, jetzt ist B das neue, die neue Version von dem Betriebssystem, die ab sofort booten soll, und markiert es quasi wieder so, als dass er jetzt immer davon bootet. Und ab dem Moment kann ich einfach A und B vertauschen, dann geht halt der Schritt wieder, wenn das nächste Update kommt, schreibt halt wieder ein A rein, bootet da rein und so weiter und so fort. Das heißt, man kann dann eben Betriebssystem-Updates jederzeit im Hintergrund machen. Ich kann auch jederzeit einen Strom ziehen, während ein Betriebssystem-Update läuft. Und im Gegensatz zu, wenn man jetzt das Ganze zum Beispiel auf Raspbian aufgesetzt hätte, dann hat man immer apt-get und so. Wenn da jemand mittendrin Strom zieht, dann ist es, also vielleicht ist es nicht kaputt, aber es besteht die große Chance, dass es danach nicht mehr irgendwie richtig funktioniert und dass man einen Zustand hat, den man gar nicht genau was sagen kann. Bei dem Ansatz, dadurch, dass halt jedes Mal das komplette Betriebssystem installiert wird, weiß man danach auf jeden Fall, was der Zustand ist. Das heißt, selbst Geräte, die jetzt vor 3 Jahren einmal aufgesetzt wurden, sehen jetzt halt genauso aus wie ein Gerät, was ich jetzt vor 5 Minuten aufgesetzt habe. Weil einfach die Updates kommen und dann hast du jedes Mal ein komplett frisches Betriebssystem mit der nächsten Version drin. Ja, und seit das sind halt Betriebssystem-Updates jetzt auch nicht mehr ganz so stressig, weil ich kann halt eins ausrollen, falls es mal nicht funktionieren sollte, was immer noch nicht vorgekommen ist. Aber dann, falls es mal vorkommen sollte, dann bootet es halt und rollt nach 6 Minuten automatisch zurück zur vorigen Version. Das heißt, da ist kein Schaden entstanden an der Stelle. Das heißt, ja, ich kann nachts wieder schlafen. Genau, dann gibt es inzwischen ja nicht nur den normalen Pi in dieser klassischen Bauform oder irgendwie Pi Zero Bauform, sondern auch die Compute Modules. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist eben im Prinzip ein Pi in einer Form, der aussieht wie so ein RAM-Riegel. Und inzwischen läuft eben Infobeamer, beziehungsweise das Linux-basierte Betriebssystem eben da auch drauf, mit so ein paar Anpassungen teilweise noch, wie die man dafür machen musste. Und ich habe jetzt auch mal hier irgendwie 2 von den Dingern dabei. Also einmal gibt es von NEC, also Display-Hersteller, die Version. Das ist jetzt aber so ein Bildschirm, den wollte ich jetzt nicht hierher tragen. Da sieht es dann irgendwie so aus. Dann gibt es von der deutschen Firma, Data Display heißen die, das Artista IoT-Modul. Das sieht jetzt hier so ein bisschen low-levelig aus. Wenn man das in richtig kauft, sieht das irgendwie so aus. Das heißt, man hat dann irgendwie hier so ein Panel von variabler Größe und hinten drauf einfach dieses Dingens. Und da ist dann halt auch so ein Compute-Modul drin. Ja, bootet dann eben davon. Das heißt, das ist jetzt halt auch ein Pi, auch wenn es nicht direkt so aussieht. Und dann in den letzten 3 Monaten gab es noch von einer italienischen Firma, Acmesystems.it heißen die, auch jetzt so ein 7-Zoll-Display, CM3-Panel heißt das Ganze, ist relativ flach, also man sieht hier, das ist, keine Ahnung, ein bisschen mehr als 1 Zentimeter. Da ist jetzt halt hier auch so ein Compute-Modul drauf, ich kann es auch mal kurz wegmachen, dann sieht man mal, wie das aussieht. Genau, ist halt also auch ziemlich klein, eher so Pi-Zero-Bauform. Sieht halt aus wie so ein RAM-Riegel und der bootet jetzt eben auch dann da jetzt in das Infobeamer-System dann rein. Das heißt, man hat jetzt da auch noch Möglichkeiten, wenn man jetzt irgendwie gerade sowas verbauen will, was jetzt halt relativ flach ist, zum Beispiel das hier zu nehmen, das kostet jetzt irgendwie 100 Euro, ist jetzt auch nicht wirklich teuer. Da ist alles drin, also Compute-Modul, 7-Zoll-Display, Touchscreen, Wi-Fi und so weiter. Ist eigentlich eine ganz nette Alternative für so Bastelprojekte oder eben auch kommerzielle Projekte wahrscheinlich. Genau, so, jetzt weiteres Themengebiet, was dazugekommen ist, hatte ich auch mal, und zwar kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt, also ich habe zum Beispiel einen lustigen Mensch, der hat irgendwie so eine Kunstinstallation, hat sich irgendwie 40 Monitore auf so einen Karren geschraubt, auf so einen Anhänger, und da hängen halt überall Pis hinten dran, und der hat mal irgendwann dann pro Pi, glaube ich, 400 Megabyte Videos zugewiesen. Hat er irgendwie auf Speichern geklickt. Ja, und dann fangen halt alle 40 Pis an, irgendwie 400 Megabyte runterzuladen. Und dann ging bei mir irgendwo, ich habe da halt auch irgendwie so Überwachungssystem dann, und das hat dann gesagt, so, irgendjemand lädt hier Zeugs runter. So richtig viel. Also kostet natürlich auch Geld.
Dann habe ich geguckt, so, ja, okay, da, der hat jetzt halt viele Videos zugewiesen. Geht halt nicht anders, weil aktuell ist es eben so, wenn man, oder beziehungsweise bis zu dem Moment war es eben so, wenn man jetzt auf dem Pi was zuweist, dann muss der das halt holen und erst dann ist es, wird's halt abgespielt und jeder Pi muss es für sich selber holen. Dann wird's halt 40 Mal geholt. Da habe ich mir überlegt, das kann man ja eigentlich auch besser machen und jetzt ist es inzwischen so, dass man im Prinzip mit einem Klick sagen kann, dieser Pi soll jetzt Peer-to-Peer machen. Und dann ist es eben so, wenn man mehrere Pis in einem Netzwerk hat, dann erkennen die sich gegenseitig, also die machen einfach so Broadcast-Pakete, erkennen sich dann daran gegenseitig. Und wenn ich jetzt einem ein Video zuweise, dann lädt er das erstmal übers Netz runter. Und wenn dann ein anderer noch kommt und kriegt das gleiche Video zugewiesen, dann guckt er erstmal lokal im Netzwerk, gibt's hier jemand, der das Video schon hat? Und wenn ja, dann antwortet der Pi und dann bauen die eben auch eine verschlüsselte Verbindung auf, um eben dieses Video dann direkt lokal zu übertragen. Das heißt, ja, wenn das damals schon existiert hätte, hätte er halt nicht irgendwie 400 Megabyte oder mal 40 runterladen müssen, sondern halt einmal 400 Megabyte fertig. Dann hätten halt die Pis das irgendwie untereinander automatisch ausgemacht. Wie gesagt, das, also mein Ansatz ist immer, das Ganze möglichst einfach zu machen, dass man da nicht irgendwie wissen muss, wie jetzt genau die Netzwerkkonfiguration aussieht. Man muss nicht wissen, jetzt wie irgendwie TCP/IP im Detail funktioniert, was für einen Router man hat und so weiter und so fort. Weil das kann ich ja von den Leuten gar nicht erwarten. Sondern die sollen einfach irgendwo hier einen Knopf drücken und sagen, ich will, und dann soll der Rest irgendwie automatisch funktionieren. Und das ist da eben auch so, sobald man das aktiviert, machen die das irgendwie untereinander automatisch aus. Wer da mehr wissen will, ich habe das auch dokumentiert, wie das mit der Verschlüsselung und sowas alles funktioniert, kann man auch irgendwie alles unter dem Link hier nachgucken. Dann noch so ein Feature, was so ein bisschen damit reinspielt, ist USB-Import, und zwar es ist auch teilweise so, dass es irgendwie Leute gibt, die haben dann zwar eigentlich Inhalte schon hochgeladen auf ihren Account da irgendwie, aber haben jetzt einen Pi und der hat irgendwie relativ schlechte Internetanbindung oder so. Und jetzt gibt es auch die Möglichkeit, dass man diese Datei dann einfach auf einen USB-Stick macht, in einen Pi reinsteckt und dann guckt der quasi komplett die USB-Stick durch und importiert einfach alle Dateien, die er findet, in sein Cache-Verzeichnis rein. Und dann ist es eben so, wenn man dann später diese Dateien zuordnet zu dem Pi, dann muss er sie sich nicht über Netz holen, sondern kann sie eben lokal einfach schon benutzen, weil sie schon gecached sind. Und das Ganze spielt natürlich dann auch mit Peer-to-Peer insofern zusammen, als wenn man die Datei auf einem Pi dann schon mal vorgecached hat, dann können sich die anderen auch von dem holen. Ist ein relativ neues Feature, hat glaube ich tatsächlich jetzt noch niemand verwendet, tatsächlich produktiv im Einsatz, aber ist eigentlich ganz nett. Ich wollte da jetzt bei dem Ganzen das auch so machen, dass es eben, also kennt man ja, wenn man irgendwie ein Dateisystem mountet und zieht's ab, dann meckert der Kernel zu Recht rum, dass da irgendwas verloren gegangen ist oder dass halt irgendwie auf einmal irgendwelche Sektoren nicht mehr lesbar sind, weil sie einfach nicht mehr verbunden sind mit der Hardware. Deswegen ist jetzt hier das auch so, dass der diesen USB-Stick nicht tatsächlich mountet, sondern ich habe da irgendwie in 300 Zeilen Python einen FAT32-Parser geschrieben, der einfach die SD-Karte so als rohes Block-Device durchgeht. Und einfach so quasi selber passt. Der kann auch keine langen Dateinamen und so, muss er aber nicht, weil er automatisch anhand von Dateiinhalt erkennt, ob das eine Datei ist, die nachher verwendet wird. Dann, ich weiß nicht, wer CEC kennt, das ist so ein komischer Standard, den jeder Hersteller irgendwie anders nennt. Das ist einfach dafür da, dass man, wenn man per HDMI ein Gerät anschließt, dann kann der Bildschirm mit dem angeschlossenen Gerät reden und umgekehrt. Was schon immer ging, war, dass man darüber eben den angeschlossenen Bildschirm ein- und ausschaltet. Das heißt, man konnte da irgendwie jetzt, oder kann auch immer noch, sagen, okay, der Pi soll ab nachts um 12 oder sowas ausgehen und morgens um 6 wieder an. Kann man also machen. Und was es jetzt auch noch gibt, ist eben die Möglichkeit, dass man auf Fernbedienungsevents reagieren kann. Das heißt, wenn man auf der Fernbedienung zum Beispiel die rote, blaue, gelbe oder grüne Taste drückt, dann sollen irgendwelche Dinge in der Darstellung passieren. Da könnte man zum Beispiel irgendwelche Interfaces mitbauen, die man dann rein über die Fernbedienung steuern kann. Da gibt es auch hier auf GitHub so ein Paket, was mal zeigt, wie das Ganze funktioniert. Genau. Ich bin überhaupt nicht der Hardware-Mensch, also der Pi ist das Erste, was mir high-levelig genug ist, damit ich da irgendwas machen kann. Also ich habe auch überhaupt keine Ahnung irgendwie so richtig von Hardware. Ich habe mich jetzt da mal ein bisschen rangewagt. Inzwischen kann das System jetzt auch GPIO irgendwie zugreifen, weil das konnte es vorher nicht, weil das einfach gesandboxed war auch. Und es kann eben auf so seriell Dinge ansteuern. Da habe ich auch nachher noch ein Beispiel, das auch noch in einem anderen Punkt dann kommt. Das heißt, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, da
ja, Hardware anzuschließen, also Bewegungsmelder. Das war mal ursprünglich die Motivation, das zu machen. Hat mal jemand gefragt, ich will einen Bildschirm haben, der halt angeht, wenn jemand davor steht, aber sonst halt aus ist, kann man jetzt halt damit machen. Genau, und jetzt war es ja früher so, also wenn man sich nochmal in die Raspbian-Zeit und die Infobeamer-Pi-Zeit, wo man das quasi alles selber auf dem Raspbian installiert hat, zurückgeht, dann war halt die Idee auch von der ganzen Software, dass man die ja, wie gesagt, so live coden kann. Das heißt, man ändert im Source-Code, der im Filesystem liegt, ändert man eine Zeile, speichert das Ganze und der Infobeamer-Prozess lädt sofort den Source-Code neu und man sieht sofort die Änderung. Das heißt, damit war es möglich, halt relativ schnell auch irgendwo ein Ergebnis zu kriegen, weil man halt sofort das Ergebnis von der Änderung gesehen hat. Oder natürlich auch, wenn ein Syntaxfehler drin ist, hat gesehen, okay, hier ist irgendwie ein Komma zu viel oder so, hat es weggemacht, gespeichert und es hat halt danach funktioniert. Und das ist erstmal wieder so ein bisschen durch dieses ganze Infobeamer-Hosted-System, was ich da drumherum gebaut habe, verloren gegangen. Man konnte zwar immer noch per Git direkt ins System pushen und das hat dann der Pi sofort wieder runtergeladen, aber das hat irgendwie 2 Sekunden oder 3 gedauert, ist irgendwie zu langsam. Und deswegen gibt es jetzt so ein Dev-Mode-Feature, wo man eben sowohl unter Windows, OS X und Linux so ein kleines Python-Programm startet, ist irgendwie 300 Zeilen lang oder so. Und das überwacht eben das lokale Dateisystem und jedes Mal, wenn eine Änderung da ist, schickt es das halt sofort zum Pi rüber und der Pi aktualisiert sich dann eben sofort. Das heißt, man hat jetzt wieder dieses Live-Coding, was früher schon möglich war, jetzt eben auch in der Infobeamer-Hosted-Umgebung, wo man dann eben auch noch mehr mitmachen kann. Dann die Webseite selber. Also ich weiß nicht, fangen wir erstmal so an. Genau, also die verwaltet ja nicht nur die ganzen Pis, sondern die hat auch API, um eben so die Verwaltung zu automatisieren. Das heißt, es gibt auch Leute, die automatisch irgendwie Sachen umstellen und ihre Pis damit automatisieren. Inzwischen macht die 120.000 API-Anfragen am Tag etwa. Insgesamt haben die Leute so ein 0,5 Terabyte etwa hochgeladen in 1,2 Millionen Dateien, das heißt Bilder, Videos, Source Code, sonstiger Firlefanz, also alles Mögliche, was halt dann letztendlich auf dem Pi landet, wird halt da abgelegt. Und ja, ist inzwischen eine ganze Menge. Dann war es lange so, dadurch, dass es ja nicht mit der Intention entstanden ist, dass es jetzt irgendwie mal kommerziell werden sollte, hat es lange halt diesen Nerd-Flair gehabt, da war halt auf der Startseite, wenn man hinkommt, irgendwie Source Code und dann erschrecken ja die Leute, so, was ist das denn? Und haben halt dann auch lange Zeit, glaube ich, nicht so richtig vermittelt bekommen, worum es da eigentlich geht, also was das System kann und dass man da irgendwie jetzt vielleicht nicht unbedingt programmieren muss, wenn man es nicht kann. Und dass man es auch verwenden kann, wenn man jetzt irgendwie nicht studiert hat oder so. Und das habe ich jetzt auch mal neulich geändert. Das heißt, wenn man jetzt auf die Infobeamer-Seite geht, dann erklärt es hoffentlich ein bisschen besser, worum es geht, sodass die Leute irgendwie eine Idee haben, warum sie das eigentlich mal ausprobieren sollten. Genau, und dann war es eben so, ja, früher war es mal so, man hat sich angemeldet, hat irgendwie so 5 Euro Starterguthaben sozusagen gekriegt, damit konnte man dann ein paar 2 Wochen, 3 Wochen oder sowas laufen lassen. Inzwischen habe ich es jetzt so gemacht, wenn es darum geht, einfach nur einen Pi damit zu betreiben, dann kostet es gar nichts mehr, man kriegt also einen Pi kostenlos plus 1 Gigabyte, wo man irgendwie Bilder, Videos hochladen kann. Wenn es jetzt halt darum geht, zu Hause irgendwie einen Bildschirm zu haben, der irgendwie die aktuellsten Urlaubsbilder oder sowas anzeigt, wie auch immer, dann kann man das jetzt einfach mal auch so laufen lassen. Beziehungsweise, wenn man sich das System angucken will und einfach mal kennenlernen will, dann geht es eben auch. Dann ein ganz cooles Feature, das basiert auf einem, was ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gezeigt habe, sind so Control-UIs. Das ist jetzt die Frage, das kann ich jetzt, glaube ich, nicht so richtig zeigen. Und zwar habe ich die Möglichkeit, ich zeige das jetzt nicht, das ist so fitzelig. Ich habe eben die Möglichkeit, auf den Geräte-Detailseiten, also ich habe jetzt zum Beispiel hier, wieso sind da jetzt nicht online? Gucke ich mir nachher an. Genau, also ich habe halt pro Pi, der quasi mit dem System verbunden ist, so eine Detailseite, die anzeigt, was der Pi macht, welches Betriebssystem da gerade läuft, was er gerade anzeigt, also man sieht da auch dann eine Live-Ansicht von dem, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist. Man sieht einen Temperaturverlauf, CPU-Leistungsverlauf über die letzten 24 Stunden. Man hat so eine Konfigurationsoberfläche, wo man quasi alle möglichen Einstellungen inzwischen ändern kann. Und es gibt eben die Möglichkeit, dass die Software, die man quasi jetzt auf den Pi installiert hat, über mein System,
dass man die auch nochmal teilweise live beeinflussen kann. Das heißt, es gibt dann auch noch Knöpfe auf der Webseite, die halt pro genau auf dieses System oder auf die Software, die jetzt gerade auf dem Pi läuft, abgestimmt ist, und dann kann man zum Beispiel irgendwelche Aktionen auflösen. Jetzt, um das weniger abstrakt zu machen, vielleicht ein Beispiel. Angenommen, man hat jetzt irgendwo Bildschirme, die zeigen normalerweise irgendwie Bilder und Videos in Endlosschleife an, und man will jetzt aber auf Zuruf, weil, was weiß ich, Feueralarm ausgelöst wird oder so, auf dem Bildschirm sofort was anderes anzeigen, dann kann man das zum Beispiel darüber abbilden. Oder man kann, ja, ich glaube, das war eigentlich schon ein ganz gutes Beispiel, also, dass man eben quasi Signale an den Pi senden kann und der kann sofort darauf reagieren, ohne direkt an der Konfiguration von dem ganzen Gerät was zu ändern. Genau, das gibt's jetzt eben auch. Dann gibt's, das ist schade, dass der kein Netz hat hier, aber ich kann einfach auch mal auf einen anderen Pi gehen. Zeige ich das vielleicht doch mal kurz. Ich habe es eingestellt eigentlich, aber das musst du jetzt mal gucken. Also ich habe das getethert über mein Telefon. Genau, also das ist jetzt zum Beispiel eine Detailseite von dem Pi. Das ist jetzt einer von den vier, die draußen diese Video-Wall anzeigen. Also wie gesagt, das sieht man hier irgendwie so, was die jetzt alles so, die laufen jetzt halt 1,5 Stunden, Betriebssystemversion, IP-Adresse und so weiter und so fort. Dann sieht man hier, wie der Speicher verwendet wird, wie viel davon belegt ist, Temperaturkurve und so weiter. Und inzwischen gibt es eben auch die Möglichkeit, anzuzeigen, wo der Pi ist. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier dieses Feature anschalte und nochmal zurückgehe, dann kriege ich jetzt eben hier auch, ne, weiß nicht. Ja, dann kriege ich theoretisch angezeigt, wo der Pi ist. Das heißt, wenn man verschlampert hat, dann findet man auch wieder, das benutzt entweder die IP-Adresse, das heißt einfach Geo-IP-Lookup und dann mal irgendwie grob, wo er ist. Wenn man es ein bisschen genauer haben will, kann er auch auf die Wi-Fis, die in der Nähe sind, und dann läuft es halt wie teilweise auch Telefone den Ort rausfinden ohne GPS. Über eine API im Hintergrund kriegt er dann eine relativ genaue Position raus. Das heißt, wenn ich es bei mir zu Hause mache, dann sehe ich halt genau auf dem Meter genau mehr oder weniger, wo der Pi steht. Ist fast schon ein bisschen creepy. Genau, das ist eben auch noch ein Feature, was dazugekommen ist. Das heißt, wenn jetzt Leute ihre Pis verschlampert haben, beziehungsweise irgendwie die Benahmung nicht richtig gemacht haben und dann nicht mehr genau wissen, worum es jetzt geht, dann gibt es jetzt eben inzwischen auch die Möglichkeit rauszufinden, wo der Pi jetzt einfach ist. Dann gibt es bald, das ist noch nicht live, aber bald die Möglichkeit, auch die ganze Einstellung von so einem Gerät jetzt nicht nur über eine Konfigurationsdatei, die man auf der SD-Karte ablegt, zu machen. Also vorher war es so, wenn zum Beispiel so ein Pi dann in ein Wi-Fi sollte, dann musste man eben auf die SD-Karte im Config-Verzeichnis eine Datei namens Wireless anlegen. Erste Datei irgendwie SSID, zweite Zeile Passwort. Kann man machen, ist aber irgendwie halt umständlich. Da gab es auch so ein Tool für, um das ein bisschen einfacher zu machen, aber das ist natürlich trotzdem relativ low-level, und wenn man jetzt halt die Einstellung von einem Gerät ändern wollte, was jetzt halt irgendwie 3 Meter in der Höhe hängt, hinter irgendeinem Bildschirm, wo man nicht gut rankommt, dann war das halt auch irgendwie relativ umständlich. Dann haben halt die Leute mich irgendwie kontaktiert, und dann habe ich das halt irgendwie per Remote gemacht. Aber das ist ja halt irgendwie auch kein Zustand. Und deswegen gibt es jetzt eben demnächst die Möglichkeit, hier eben alles über eine Oberfläche einzustellen. Das heißt, es gibt jetzt für jeden Pi, also jetzt bin ich auf dem einen von der Videowall hier draußen, so ein Abschnitt auf der Webseite, wo ich dann sehe, wie ist er gerade eingestellt, und eben die Möglichkeit, das jetzt auch alles zu ändern. Das heißt, ich kann hier den Videomodus einstellen. Kann man das lesen? Ich mache mal ein bisschen größer. So ist, glaube ich, besser, oder? Genau, also kann man irgendwie den Videomodus fest einstellen. Das heißt, der Pi hat dann auch den Videomodus, wenn er startet und der Bildschirm noch nicht an ist. Hat er halt trotzdem Full HD und nicht irgendwie 46x480, was dann üblicherweise rauskommt. Dann kann man hier alle möglichen Hardware-Einstellungen machen, wo Audio rauskommen soll, ob er über Analog oder HDMI-Audio ausgeben soll. Dann hat man bei dem ganzen Netzwerk-Einstellungen hat man Möglichkeiten, eben statische IP-Adresse einzustellen oder DHCP. Kann hier, habe ich ja vorhin gemeint, Peer-to-Peer ist nur ein Klick, kann es hier an- und ausschalten. Jetzt, wenn man Wi-Fi einstellen will, hat man auch die Möglichkeit, jetzt hier zu gucken, okay, welche Wi-Fi sind denn jetzt hier in der Nähe. Jetzt sucht quasi der Pi da drüben irgendwie nach seinem Netzwerk. Jetzt kann ich halt hier auswählen, okay, ich will in Freifunk rein, und dann
könnte ich jetzt hier alles per Remote einstellen. Also wenn ich jetzt will, dass der Pi da drüben, der im Projektraum steht, in ein anderes Wi-Fi soll, dann könnte ich das jetzt hier drüber machen. Mache ich jetzt natürlich nicht, aber also könnte man. Genau, und dann gibt es halt noch so ein paar Low-Level-Einstellungen, die man normalerweise nicht ändern soll. Wenn man irgendwie SSH-Zugriff noch haben will, muss man hier seine Public Keys hochladen und so. Ja, und da es jetzt eben, wie gesagt, diese Oberfläche gibt, muss jetzt im Prinzip keiner mehr auf die SD-Karte und da manuell irgendwelche Dinge ändern, weil wenn man was ändern will, kann man es hierüber machen. Da muss man dann auch nicht wissen, welche Datei das ist und was man reinschreiben muss, sondern man klickt das jetzt irgendwie einfach alles. Das spielt jetzt auch mit diesem... Ja? Ja. Genau, also die Frage ist, wenn ich jetzt einen neuen Pi aufsetze, dann war das, habe ich ja vorhin erklärt, dass man einfach leere SD-Karte nimmt, eine install.zip draufschmeißt und das war's. Genau, und ab dem Moment ist es eben so, der Pi bootet dann. Wenn man jetzt Netzwerkkabel schon drinstecken hat, was ich am Anfang mal empfehle, weil das funktioniert einfach immer, dann kriegt man nach, keine Ahnung, 30 Sekunden oder so, kriegt man eine achtstellige Nummer angezeigt. Und die gibst du dann, wenn ich jetzt hier nochmal auf die Webseite gehe, hier ist die Liste von den Pis. Dann sage ich hier Register, gebe ich hier die Nummer ein und danach ist er im Account. Also ich kann das auch nachher gerne mal zeigen. Also generell, wer da nachher noch Fragen hat oder irgendwie zu einem von den Themen irgendwie genauer Bescheid wissen will, kommt einfach vorbei. Ich erkläre euch das gern, weil das macht immer Spaß. Da kann ich dann einfach mal zeigen, wie das jetzt aussieht, wenn man halt einen neuen Pi aufsetzt. Also dass es halt tatsächlich mit den 30 Sekunden eigentlich nicht so wirklich übertrieben ist. Also es geht halt wirklich super schnell alles. Genau, also wenn man einen neuen Pi aufsetzt, gibst du hier die achtstellige PIN ein und dann ist es deiner quasi. Dann kannst du den Rest über die Webseite steuern. Genau, und inzwischen kannst du dann eben auch, nachdem man dann einmal Netz hat, kannst du eben auch über die Webseite dann, wie gesagt, die ganze Konfiguration darüber ändern. So, und das mit dem Konfigurationsändern ist natürlich auch immer riskant, weil was passiert zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein Wi-Fi einstellt, was oder hat das falsche Wi-Fi-Passwort eingestellt oder so, ist da irgendwie... ist halt der Pi theoretisch erstmal weg, weil dann hat er eine falsche Konfiguration. Und das Gute ist jetzt, dass das Ganze mit dem AB-Booting zusammenspielt. Das heißt, wenn man jetzt eine neue Konfiguration hier einstellt, dann schreibt er quasi eine komplett neue Version für ein Betriebssystem mit der neuen Konfiguration und bootet da rein. Und wenn die funktioniert, dann ist es, dann bleibt so. Und wenn sie nicht funktioniert, dann bootet er halt nach 6 Minuten automatisch wieder in die vorige Konfiguration zurück. Das heißt, es spielt halt mit diesem AB-Booting zusammen. Das heißt, der Pi ist dann halt im Worst Case mal irgendwie 6 Minuten weg, aber danach startet er wieder neu und ist wieder da, weil die vorige Version hat ja offensichtlich funktioniert, weil man es einstellen konnte. Das heißt, ja, ist jetzt auch nicht mehr so schlimm, wenn man da was falsch konfiguriert, repariert sich es halt im Prinzip wieder selber. Dann, yay, Community, das hätte ich mal irgendwie vorher machen sollen, dass irgendwie Leute, die das Ganze nutzen, irgendwie miteinander reden können, beziehungsweise da Fragen irgendwie einfacher zu beantworten sind, weil bis jetzt war es halt so, dass ich da jede Menge E-Mails kriege und eigentlich fragen die Leute dann in 80% der Fälle doch irgendwie die gleichen Dinge immer wieder. Und das kann ich jetzt endlich mal auch so ein bisschen öffentlich beantworten und irgendwie einfacher zugänglich machen. Es haben tatsächlich auch schon Leute sich gegenseitig geholfen, was ich ja immer ganz toll finde, wenn dann sowas tatsächlich funktioniert. Genau. Dann, das war jetzt alles so Infrastruktur, also was macht das Betriebssystem, was macht die Webseite dazu. Jetzt, was kann man mit dem Ganzen überhaupt machen, weil erstmal macht es ja erstmal gar nichts. Da gab es ja immer schon so ein paar Anwendungen. Also die Idee ist ja, dass ich quasi Pakete schon bereitstelle, die halt bestimmte Use Cases lösen. Also es gibt halt zum Beispiel für Video Walls schon einfach was, was man mit ein paar Klicks installieren kann. Dann gibt es irgendwie was, wenn man so jetzt gerade hier auf der Pi & More, habe drüben gesehen, dieser Beamer, der jetzt irgendwie anzeigt, wann der nächste Vortrag stattfindet. Das kann man so mit einem Klick installieren. Oder halt auch noch so ein paar andere Dinge, also für bestimmte Lösungen habe ich einfach schon Sachen. Und es ist natürlich eigentlich ziemlich cool, wenn ich da irgendwie weitere fertige Sachen baue, die halt Leute, die das System aufsetzen, direkt so mit einem Klick dann benutzen können. Und genau, das coolste eigentlich Projekt, was ich da, oder Paket, was ich da in den letzten 16 Monaten gebaut habe, war diese Magic Video Wall, habe ich sie genannt. Ich weiß nicht, wer schon mal so eine Video-Wall aufgesetzt hat. Normalerweise ist es halt so, man installiert irgendwie die Hardware und die Screens und dann stehen die irgendwie alle nebeneinander. Und dann muss man die scharf angucken, hat ein Maßband dabei, misst ab, wie viel Abstand die haben, wie groß es sind, stellt das alles in seiner irgendwie Video-Wall-Konfigurationssoftware ein, muss dann noch die Screengröße einstellen und so weiter und so fort. Das ist alles irgendwie zeitaufwendig. Und ich habe irgendwie vor
14 Monaten, glaube ich, mal auf Reddit einen Post gemacht und habe halt genauso ein System auch vorgestellt. Das heißt, das kann ich tatsächlich, glaube ich, jetzt auch hier mal zeigen. Da musste man dann eben solche Dinge noch manuell einstellen. Das heißt, man hat eben, ich zeige es mal einfach hier kurz, man hat hier quasi so sich die grüne Fläche definiert. Also ich will ein Video in 2 Meter mal oder 1,20 Meter mal 80 Zentimeter anzeigen. Dann nehme ich mir hier diese Bildschirme und ziehe es jetzt irgendwie hier drüber und hoffentlich passt das jetzt mit dem tatsächlich überein, was ich jetzt hier also in der echten Welt installiert habe. Wenn nicht, ist es halt irgendwie falsch justiert und irgendwie schief und krumm. Das heißt, es ist irgendwie fehleranfällig und nervt. Und das habe ich auch trotzdem mal auf Reddit gepostet. Hier irgendwie, hier, guck mal, was man da Lustiges mit den Pies machen kann. So Video-Walls, die irgendwie schräge Sachen anzeigen und so. Und dann haben irgendwie auch Leute gefragt, kann man das nicht irgendwie automatisieren? Da habe ich gedacht, da habe ich doch mal irgendwie was über so April-Tags. Ich weiß nicht, wer das kennt. Also QR-Codes kennt ja jeder. April-Tags kommen eher aus der Robotik. Das sind auch solche, also sieht erstmal vielleicht auf den ersten Blick so ähnlich wie QR-Codes aus. Im Gegensatz zu QR-Codes haben die aber viel weniger Informationen drin. Also da stehen nur irgendwie so eine ID von 0 bis, keine Ahnung, 1000 oder sowas drin. Der Unterschied aber zu QR-Codes ist, dass man beim Auslesen nicht den Inhalt von dem Tag kriegt, den kriegt man natürlich auch, aber man kriegt auch die Koordinate innerhalb vom Bild. Deswegen kommt das auch aus der Robotik. Da hat man dann irgendwie, ich weiß nicht, wer mal so ein Video gesehen hat, wo irgendwie so selbstlaufende Roboter oder sowas sind, da hängen üblicherweise solche Tags überall an den Wänden rum. Weil wenn dann halt der Roboter so eine Kamera hat, dann sieht er halt überall diese Tags und kann daraus eben dann seine Position zurückrechnen. Und jetzt kann man das Ganze eben auch benutzen, um, wenn man diese Tags jetzt eben auf den 4 Bildschirmen zum Beispiel anzeigt, und man macht jetzt ein Bild davon, kann man das benutzen, um alles rauszurechnen, wie jetzt jeder Bildschirm konfiguriert ist. Das heißt, Video-Wall aufsetzen funktioniert jetzt eben so, das kann ich nachher auch gerne zeigen, weil das ist echt lustig, würde ich jeden dazu einladen, mal nachher kurz vorbeizukommen. Funktioniert jetzt so, man hat quasi 4 Bildschirme, setzt die in den Konfigurationsmodus und dann zeigen die eben 4 verschiedene Tags an, macht man ein Bild von, klickt auf Speichern, dann rechnet er kurz irgendwie Zeugs rum und dann klickt man nochmal auf Speichern, wenn er alle 4 erkannt hat und dann sieht man sofort Video-Wall perfekt konfiguriert. Ich muss nicht angeben, wie groß die Bildschirme sind, ich muss nicht angeben, wie die zueinander stehen, ich muss nicht angeben, wie viel Abstand die zueinander haben und so, sondern es funktioniert einfach automatisch und deswegen halt irgendwie auch Magic Video Wall, weil muss man mal gesehen haben, also kommt wirklich nachher mal vorbei, dann zeige ich euch mal, wie das tatsächlich aussieht. Bei den 4 Bildschirmen im Saal, also direkt rechts neben der Eingangstür, aber du wirst es sehen. Genau, also das war eigentlich eins von den coolen Projekten und da ich diese April-Tags davor schon so ein bisschen kannte, weil ich irgendwie immer an lustigen Dingen interessiert bin, war das jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu forschen. Der weirdeste Teil an dem Ganzen war, es gibt halt so eine C-Library, die quasi, wenn man dir ein Bild gibt, dir die Koordinaten von den Tags innerhalb von dem Bild rausrechnet. Jetzt ist C-Library nicht so wirklich im Browser lauffähig erstmal, aber ich habe das ganze Ding dann über M-Skripten zu JavaScript übersetzt. Das heißt, diese ganze Erkennung, die jetzt quasi dieses Bild anguckt, was man im Browser dann eben auch macht, und da die Koordinaten rausrechnet, passiert das halt komplett im Browser. Das heißt, es braucht kein Backend dafür, was irgendwie weiß, wie das ganze Paket, was jetzt diese Magic Video Wall macht. Es gibt kein Backend dazu, sondern es läuft halt alles rein im Browser. Den Source Code dazu gibt es auch irgendwie öffentlich, den habe ich irgendwie auch auf GitHub gestellt. Ja, dann 4K-Video-Walls. Ein Pi kann zwar nur Full HD, aber ich habe gedacht, 4 Pis können dann 4K. Funktioniert natürlich auch. Und da habe ich inzwischen auch so ein Projekt für einen Kunden gebaut, die dann einfach so 2x2 Bildschirme aufstellen und darüber dann eben 4K-Videos anzeigen. Und eben aber auch dynamische Inhalte. Und jetzt ist es eben so, bei den ganzen Video-Walls, die ich mache, ist es halt ja nicht so, dass die magisch irgendwie eine riesen Fläche haben, sondern jeder Pi berechnet halt seinen Teil. Die kommunizieren auch erstmal nicht miteinander. Wenn man jetzt aber dynamische Inhalte anzeigt, dann hat man natürlich das Problem, ich will jetzt nicht, dass die linke obere Ecke was anderes anzeigt als die linke untere Ecke, weil das soll ja irgendwie zusammenpassen. Das heißt, wenn man sowas machen will, müssen die Pis dann halt doch miteinander reden und dann habe ich da irgendwie so ein Two-Face-Commit-Zeugs gemacht, dass eben so eine Video-Wall-Gruppe automatisch untereinander so ein Master ausrechnet, wer da quasi für die ganze Kommunikation zuständig ist. Der holt die Ergebnisse von draußen, also die dynamischen Inhalte. Und dann kommunizieren die Pis alle untereinander automatisch, um eben
auszutauschen, dass eben die dynamischen Inhalte dann am Schluss auf allen Pies gleichzeitig vorliegen, und zwar auf die Millisekunde genau gleichzeitig. Und darüber kann man dann im Prinzip dann auch dynamische Inhalte über Video-Walls darstellen. Genau, dann neulich habe ich das gebaut, da gab es irgendwie von Microsoft so eine Surface-Präsentation, wo die irgendwie so ein großes Ding hatten, und das haben sie gedreht, und dann hat sich das Video gedreht, habe ich gedacht, ne, das geht auch. Hab mal geguckt, und da hatte ich auch schon so mal vor einem halben Jahr oder sowas, glaube ich, mal so einen Sensor gesehen, der jetzt eben genau auch so Position bzw. Rotation hat, und dann habe ich das irgendwie mal kurz nachgebaut, also das ist jetzt halt hier irgendwie so Bildschirm, und wenn ich den jetzt drehe, dann dreht halt jetzt hier das Video automatisch mit. Genau, das ist halt jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, 40 Zeilen Code oder sowas insgesamt. Da spielt jetzt übrigens auch genau rein, dass jetzt eben inzwischen auch so auf seriell und sonst wie GPIO-Zeugs zugegriffen werden kann. Das ging davor einfach gar nicht. Das war so mit die Motivation, sowas zu machen. Genau, dann geht inzwischen auch Livestreaming. Das war also ein bisschen ein Thema, was immer wieder Leute haben wollten. Man kann inzwischen auch Multicast-Streams empfangen und darstellen. Und natürlich dann auch den Stream mit anderen Sachen kombinieren. Das heißt, man kann irgendwie Stream haben, der 80% von der Bildschirmgröße ausmacht, und dann sind außenrum Informationen oder Werbung, wie auch immer. Und dann kann man es aber auch, da das System ja hochgradig programmierbar ist, kann man es natürlich machen, dass der Stream dann größer gezogen wird und wieder kleiner wird und so. Also man kann da alles Mögliche dann frei kombinieren. Genau, und dann gibt es irgendwie lustige Ausstellungen in Museen. Da hatte ich jetzt neulich irgendwie sowas, da hängen jetzt 50 Bildschirme im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Die zeigen irgendwie in Echtzeit an, was gerade im Linux-Kernel passiert, wo Satelliten drüber fliegen, was machen sie denn noch, irgendwie Nachrichten, sonst wie. Also es geht darum, quasi live zu zeigen, was so in der Welt passiert, so als Kunstausstellung, nennt sich irgendwie Open Codes, die Welt als Datenfeld. Sieht auch ganz witzig aus, wenn man dann das irgendwie so ein bisschen im größeren Einsatz mal direkt sieht. Irgendwie ganz nett. Das hat also auch der Christian Lölkes da relativ schnell dann alles zusammengebaut gekriegt. Genau, und dann irgendwie alle möglichen Kundenprojekte, das ist jetzt vielleicht nicht so interessant, aber da gibt es dann halt auch irgendwie GPS-basiert, dass man irgendwie GPS abfragt und dann koordinatenabhängig irgendwelche Dinge macht, kann man auch alles damit bauen. Genau, Aussicht jetzt für nächste Zeit ist feingranulare Permissions. Aktuell ist es eben so, wenn man einen Account hat, kann man in dem Account alles machen, und man kann halt nicht irgendwie sagen, ein anderer Nutzer oder ein API-Key soll halt nur bestimmte Dinge machen können und soll mir nicht meine ganzen Videos überschreiben können. Das geht aktuell nicht, das will ich aber machen. Kommt mal irgendwann demnächst hoffentlich. Und dann halt, habe ich ja vorhin schon gemeint, ich will mehr fertige Pakete, die halt Leute direkt installieren können, ohne dass sie es selber programmieren müssen, für halt noch weitere Use Cases, also Türschilder oder sowas, ist ja so ein Thema, wenn man da irgendwie auf einen Exchange oder sowas zugreifen kann, direkt irgendwie magisch. Oder irgendwie so Speisekarten, kommt immer wieder eine Anfrage, wie das aussieht. Ja, und ich glaube, das war's jetzt auch schon. Also ich, wie gesagt, ich bin den ganzen Tag da. Ich habe auch noch so die ganze Hardware hier dabei, die kann man dann mal angucken und genau untersuchen. Und natürlich auch, guckt euch wirklich die Video-Wall mal an. Also jetzt nicht nur von dem, was er anzeigt, sondern auch tatsächlich, wie man sie konfiguriert. Oder natürlich auch diesen Drehbildschirm hier. Oder kommt einfach vorbei, wenn ihr generell wissen wollt, wie das System funktioniert. Also ich bin immer wieder dann mal bei Kunden, und die wollen irgendwie wissen, was das System kann. Und dann irgendwie unter 3 Stunden wird man da nicht fertig, irgendwie einfach mal durch die Features durchzugehen. Also ich kann euch jede Menge Dinge erklären, es ist alles ganz lustig und glaube ich auch interessant, und vielleicht kann man das eine oder andere lernen. Oder ihr habt gute Ideen, kann auch passieren, bin ich natürlich auch neugierig. Und genau, also ich bin den ganzen Tag da, kommt zu mir und fragt und erklärt und hört zu und erzählt mir Dinge. Genau, das war's eigentlich. Wer mehr über das ganze System wissen will, das ist die Webseite und das ist die E-Mail-Adresse. Ja, bin immer erreichbar, und ja, wenn noch Fragen sind, dann gerne jetzt oder irgendwie natürlich auch später, wie gesagt. Ja, danke. Okay, danke, Florian. Sind Fragen gerade? Sieht nicht so aus, aber er hat ja angeboten, er ist zur Verfügung. Wir haben jetzt eine. Ja, gerne. Ja, ohne die, extra Hardware, ja, genau. Die Frage war, ob man an einem Teil nur einen Monitor anschließen kann. Guter Punkt, danke. Genau, also erstmal ist es natürlich so, wenn du einen Pi hast, der hat ja nur ein HDMI-Signal, dann ist es halt erstmal nur ein Monitor. Wenn du das halt irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt mit einem Pi 4 Monitore ansteuern willst, dann brauchst du halt extra Hardware. Da brauchst du halt irgendwie so einen HDMI-Video-Wall-Splitter zum Beispiel oder so. Oder wenn du natürlich mehrere HDMI-Signale irgendwie zu einem kombinieren willst, dann brauchst du irgendwie auch wieder Spezial-Hardware.
Und der Ansatz ist halt erstmal, dass man halt einen Pi an einen Monitor anschließt und dann halt über softwareseitig das Ganze löst. Was dann teilweise doch deutlich günstiger ist, als da die Hardware zu kaufen. Weil ich habe mal geguckt, so Video-Wall-Splitter kosten dann irgendwie doch so 1000 Euro. Da kann man das System eine ganze Weile betreiben damit. Genau, also die Frage war nochmal, wenn man jetzt zwei Monitore an Pi anschließen will, ob das irgendwie möglich ist. Also wie gesagt, geht halt nicht, was man aber machen kann. Also der Pi hat ja noch so HDMI-Ausgang und dann hat er noch so diesen Slot hier, wo irgendwie, glaube ich, auch dran steht. Nee, wo ist es? Hier genau steht Display dran. Das ist ja der DSI oder sowas heißt es, glaube ich, diese Schnittstelle. Es ist theoretisch möglich, also ich könnte jetzt an den Pi hier noch HDMI anschließen und wenn die Software das unterstützt, kann man auch tatsächlich beide gleichzeitig ansteuern. Also InfoBeamer kann das, wenn man, also jetzt nicht in dem System, über das System, das kann es nicht, aber wenn man zwei Instanzen von dem InfoBeamer-Prozess startet zum Beispiel, kann man hier was anzeigen und auf dem angeschlossenen HDMI. Jetzt weiß ich nicht, ob es über diese Schnittstelle irgendwie auch noch höhere Auflösungen gibt, also ich kenne jetzt halt nur diese 7 Zoll Displays. Ich würde aber davon ausgehen, dass es da irgendwie auch 20 Zoll oder sowas gibt. Und damit kann man das dann theoretisch schon. Ist halt, also ich weiß nicht, ob du ein X darüber auf zwei Monitore kriegst. Das würde ich jetzt, weiß ich nicht genau. Ja. Also theoretisch ja, in der Praxis weiß ich nicht genau, wie man das dann umsetzt. Genau, also die Frage ist mit 4K-Videos, wie das so funktioniert. Der Pi selber ist ja nicht schnell genug, um jetzt 4K zu dekodieren. Also der Hardware-Video-Decoder kann maximal Full HD. Das heißt, wenn man jetzt da 4K-Videos abspielen will, dann muss man die einmal manuell preprocessen. Nimmt man einfach FFmpeg, startet das irgendwie, dann kommen halt 4 Videos bei raus. Und dann kannst du halt auch zu jedem Teil von der Video-Wall halt eins von den Videos zuordnen. Und über diese Konfigurationsoberfläche, die ich jetzt halt für den Kunden gebaut habe, ist es dann halt aber abstrahiert. Das heißt, der sieht halt das 4K-Video, zieht es rein in die Playlist und fertig. Und dann weiß halt jeder Pi, welchen Teil davon er nehmen muss. Und ja. Es muss aber vorher gerendert werden, das heißt, man muss dann auch wissen, wie die Bildschirme zueinander stehen. Genau, die Frage ist, ob man das dann vorher wissen muss, wie da die Anordnung ist, um halt die Videos entsprechend vorzurendern. Ja, genau. Also du kannst, also dadurch, dass es halt so eine Anwendung war, wo relativ definiert war, wie dann später die Installationen aussehen, war das relativ einfach, weil da gibt es halt einfach 2x2, das sieht halt immer gleich aus. Das heißt, da ist es nicht so flexibel, dass man da irgendwie zur Laufzeit irgendwie Dinge ändern muss oder dass mal jemand kommt und das mal eben kurz umstellt. Das passiert halt einfach nicht. Wenn es jetzt tatsächlich passieren würde, dass es dynamischer sein muss, dann kommt man halt nicht so weit, weil jede Änderung vom Layout erfordert dann halt natürlich, dass du es neu renderst. Jetzt mit der Video-Wall, die da draußen ist, das sind jetzt ja auch 4 Bildschirme, das ist jetzt halt nicht 4K, das ist 1080, glaube ich, maximal. Ich glaube nicht ganz, weil da ist der Pi zu langsam, wenn man es frei drehen und wenden können muss, aber genau, also 4K ist halt dann doch ein bisschen statischer, weil man halt vorher wissen muss, wie es aussehen soll. Ja, gut, dann danke und schaut euch nochmal die Software an und kommt vorbei und redet und dann erzähle ich euch mehr Dinge. Ja, danke Florian. Hier geht's weiter um 12:30 mit einem Vortrag, ein ähnliches Thema Pi Presents im Museum und anderswo. Danke.